Puh! Ja, GP. Jean-Philippe Marqueta! Er weiß, was er will und er weiß, wie viel er dafür tun muss. Sehr wichtig für uns natürlich. Ich bin halt glücklich für ihn, dass er das dann auch in dem Spiel dann auch zeigen kann und dann auch belohnt wird, dass ich ihm das erste Tor vorlegen konnte. Freut mich natürlich umso mehr. Ja, seit Beginn der Saison arbeite ich wirklich sehr, sehr viel und mache viel und das zahlt sich jetzt eben aus und ich hoffe, dass da noch einiges folgen wird. Ich will continuen. Oh, der ist gut! Marqueta alleine! Erste Minute! Wir haben sehr gut angefangen natürlich, nach 2 Minuten schon 1-0. Wir waren sehr fleißig, haben sehr viel gelaufen. Wir haben sehr gut verteidigt, wenig Torchancen zugelassen. Das war wichtig, einfach mit Intensität und sehr, sehr gutem Umschaltspiel gestern einfach das Spiel von Anfang an zu dominieren. Das ist Quaison, 20 Meter vom Tor, erstmal abgezogen, ja, warum nicht? Und wir haben schon vor dem Spiel gesagt, Jungs, hey, heute ist der Tag, dass wir endlich mal 3 Punkte gewinnen und das Gefühl hast von innen einfach gebrannt und das hat man auch auf dem Platz gesehen. Vielleicht fliegt er nochmal ein Ball aufs Tor, nee, er hat erstmal durchgepasst. Tor! Dann ist er im Tor! Dann ist das Ding im Tor! Im Großen und Ganzen musst du sagen, du gehst mit 3-0 in die Halbzeit und dann musst du einfach weiterspielen. Da musst du einfach schauen, dass du nochmal so eine Leistung hinlegst wie in der ersten Halbzeit und dass das Spiel so früh wie möglich versuchst klar zu machen. Das haben wir nicht geschafft. Dann nicht nervös werden, aber einfach die Aufgaben machen und haben wir gemacht. Klar hatte Freiburg noch die ein oder andere Chance, aber wir hätten natürlich auch den Deckel noch drauf machen können. Diese Laufleistung müssen wir am besten jedes Spiel auf den Platz bringen, dass wir auch eben präsent sind auf dem Platz und die Wege machen und uns nicht so schade sind, um mal einen Sprint mehr zu machen oder mal einen Zweikampf mehr zu gewinnen, dass wir da etwa jedes Spiel 100% geben und alles raushauen, damit wir am Ende sagen können, wir haben uns nichts vorzuwerfen. Es tut dem ganzen Verein einfach gut, nach den ganzen Unruhen in den letzten Wochen, Monaten einfach mal ein positives Erlebnis zu haben und das Gefühl gilt jetzt einfach mitzunehmen. Ja, es geht jetzt darum, individuell und natürlich auch mannschaftstechnisch weiterzuarbeiten, um eben die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Wichtig ist, dass wir nicht denken, dass es jetzt mit 1% weniger reicht. Umgekehrt, wir müssen alle noch 10% drauflegen. Wir haben gesehen, dass wir durch schnelle Balleroberung, durch schnelles Tiefenspiel einfach gefährlich sein können. Und wenn wir da dranbleiben, dann kommt der Erfolg sicher auch zurück.